Lukas X hier, was ist X? Da ist wohl am besten Licht. Ja, ja, gesagt. Warte hier, warte. Warte mal, habe ich noch einen Sinn? Ich habe Blaubeerpfannkuchen. Habe ich noch hier? Nee, ist in Ordnung. Ist meine Haare? Ja, 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 ja. Ist auch gut. Fang an. Ja, ich mache ja schon. Hier nicht drüber, weil das bin nicht. Ja. Entschuldigung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum. Wir sind Fußpflege Deluxe. Und wir möchten aus unserem aktuellen Programm: Der Name dieses Kabarettprogramms ist in deinem Land nicht verfügbar, einen Ausschnitt präsentieren. Doch zuvor haben wir eine traurige Mitteilung zu machen. Ja. Auch dieser Abend wird enden. Noch ist es ein besonderer Abend. Ja. Denn für manche, wenn nicht viele von ihnen, ist hier sein gleichbedeutend mit dem Knirschen kleiner Kiesel auf dem Weg zum Biergarten aller Biergärten, wenn die Sonne scheint und aus goldenen Zapfhähnen umsonst kühler Gerstensaft fließt und es jede halbe Stunde ein Wet-T-Shirt-Contest gibt. Auch für Frauen. Aber allein der Gedanke, dass diese Glückseligkeit nach ein paar jämmerlich kurzen Stunden gleich dem Flügelschlag eines Kolibris vorbei sein soll, lässt den manchen, wenn nicht vielen von ihnen, einen schier unerträglichen Schmerz emporsteigen, der dunkel ihre Seele ummantelt und sie hinabziehen will in ein bodenloses Nichts der Qual. Gerade noch lauschten sie erheiternden Worten. Sie folgten selig stumpf den Abläufen auf dieser beleuchteten Bühne und sie kicherten sich in ein Nirvana der Kleinkunst und im nächsten Augenblick schon müssen sie wieder hinaus in die Realität. Nein, 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 nein. In die Bittere. Nein, nein. In die blutige. Nein, nein. In den Moloch. Nein, nein. In die bestie Realität. Manche, wenn nicht viele von ihnen, wünschen sich den Schulalltag zurück. Das System der klaren Anweisung. Das System, in dem nach 45 Minuten die Pausenglocke ertönt. Das System, in dem man ihnen genau sagt, was sie tun müssen. Wann sie es tun müssen. Wie sie es tun müssen. Und wie nicht. Manchmal sagt man ihnen auch, warum sie es tun müssen. Und wo. Ja. Und wie oft. Und wie lange. Und womit. Und worein. Und worauf. Und mit wem? Und ist gut, ist gut. Aber für manche, wenn nicht viele von ihnen, gibt es keine Oster-, Sommer-, Winter-, Herbst- oder Pfingstferien mehr. Stundenlang sitzen manche, wenn nicht viele von ihnen, an einem Schreibtisch. Stundenlang ackern sie einem Galeeren, Sklaven gleich, endlose Zahlenkolonnen in einen Rechner, als ging es um das nackte Überleben. Stundenlang müssen sie das diktatorische Geschwafel ihres Chefs ertragen, die tödlich langweiligen Urlaubserinnerungen der Arbeitskollegen, die ewig gleichen Nörgeltiraden des Partners, ohne das erlösende Schrillen der Glocke, das sie in die Freiheit entlässt. Ach ja. Lösende Schrillen der Glocke, das sie in die Freiheit entlässt. Freiheit entlässt. Freiheit entlässt. Eine Sache, ganz kurz. Ich bin auch gleich wieder. Ah. Ich kann das, also mit diesen Anstrengungen, die da, ich kann das so gut nachempfinden. Ach echt, ja? Ja. Ja, jetzt gar nicht aus beruflicher Hinsicht. Wissen Sie, ich bin Mutter. Ach bitte, nicht schon wieder. Oh nee, echt nicht, nee, bitte. Warum nicht? Warum nicht? Nein, warum nicht schon wieder. Darf ich nicht einmal über die Anstrengungen sprechen, die man hat als junge Mutter, ja? Diese schlaflosen Nächte, diese ständige Aufmerksamkeit auf das kleine Geschöpf, das man keine Sekunde aus den Augen lassen darf. Diese ununterbrochene geistige Unterforderung, weil man sich mit nichts anderem beschäftigt als guck mal ein Tutor oder guck mal ein Auto oder guck mal ein Pfl. Warum nicht? Weil es keinen interessiert. Darum nicht. So. Meinst du? Ja, mein ja? Ich. Hier die. Wie, was, nein, Petra? Nein, meinst du, interessiert ich, Petra nicht. Oder Asja? Nein, die, auch nicht. Interessiert Asja auch nicht. Also, du meinst hier, das Publikum. Das möchte nicht mal wissen, wie diese scheiß Werbe-Kleinfamilien-Idylle in Wirklichkeit ist. Das interessiert hier keine Sau, ja? Das ist ein intellektuelles Publikum, die wollen von deinem Hausfrauengeseiere nichts wissen.
Was lachst du denn jetzt so? Was ist denn? Entschuldigung, aber hast du mal geguckt? Die sind doch nicht intellektuell. Was soll das sagen? Jetzt zeig da doch nicht so hin! Du kannst doch nicht sagen, dass die nicht intellektuell sind hier! Hier ist Deutschland, ich kann immer noch sagen, was ich will. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Doch. Nein, 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 nein. Mein Gott, die sollen uns gut finden. Die finden uns nicht gut, wenn wir die beleidigen. Ja, 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 du hast die Rechte. Das war natürlich ein Scherz. Haha. Das ist ja unsere Spezialität. Man weiß ja nie, ist das jetzt echt oder gespielt. Nein, nein, sie... Sie sehen natürlich alle sehr intelligent Unbedingt. Aus. Unbedingt. Ja. Also geradezu hochbegabt. Ja, machen ja, wir Ja, wie Besucher einer Fachtagung für Genetik. Ja, machen wir auch weiter ja. jetzt, ne? Ja. Nein, Sie sitzen ja nicht hier, um sich von mir beleidigen Nein, zu lassen. Nein, machen wir weiter jetzt, ne? Sie sitzen hier, um uns beim Streiten zuzugucken. Aha. Entschuldigung, was ist das denn, Katastrophentourismus oder was? Halt die Klappe! Ist Ihnen das nicht peinlich? Also mir wäre das peinlich. Halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe! Das ist einer der wenigen Orte, wo wir noch auftreten dürfen. Versau uns das doch hier nicht auch noch! Ja. Herrgott, ich bin müde. Oh, müde, schön, ich ja. Ich habe wieder die ganze Nacht nicht geschlafen. Oh. Der Kleine ist wieder dreimal wach geworden, hat gebrüllt. Ich wusste nicht, was er hat. Ich glaube, der kriegt wieder so einen Backenzahn hier. Ach nee, oder was auf der anderen Seite? Ich sag das zum letzten Mal. Hör auf, deine verwachsene Brut als Ausrede zu benutzen, dass bei uns alles schief geht, ja? Dass wir Poster vergessen, Flyer vergessen, dass wir überall hin zu spät kommen, ja? Oh, Mama kann sich gar nicht von euch trennen. Mama will gar nicht zu dem doofen Publikum. Mama will euch noch mal kurz drücken, 45 Minuten am Stück. Das geht nicht. Mama will euch noch mal kurz drücken. Nee, wie denn dann? Ja, das dann. Geht. Schatz, die Strampler sind in der rechten oberen Schublade der Wickelkommode und bringen die Jungs zeitig ins Bett. Der Große hat morgen Schule. Und vergiss nicht, das Katzenklo sauber zu machen. Denn wenn uns die Viecher wieder die Bude vollscheißen, lass ich mich scheiden. Ich liebe dich, du schaffst das. Auch Männer können den Haushalt alleine bewältigen. Und denk immer dran, meine Mutter wohnt gegenüber. Und... Was das zu spät kommen angeht, mein Freund. Ja, was denn? Wer von ja, uns beiden was? Muss denn auf dem Weg zu jedem erdenklichen Auftrittsort an gefühlten 200 Bäckereien anhalten, um nur mal eben in die Auslage zu kommen? So lächerlich, so lächerlich. Bin ich das oder du? Was soll das denn heißen, du? Ja, also ich, mal ehrlich, also... Was denn, hab ich da was? Hab ich mich bekleckert mit dem... Nein, jetzt guck was? Doch mal hier, das hier, oder da, das ist doch... Oder guck mal, das ist doch hier, wie... Das ist wie beim kleinen Mädchen in der Pubertät. Na jetzt im Ernst, das sieht doch scheiße aus. Und deine, du durch... Adiposität bedingte Kurzatmigkeit führt auch nicht gerade dazu, dass wir mal eben leichtfüßig auf die Bühne hüpfen können. Pünktlich. Ich mach jetzt Sport. Ach ja, zweimal im Jahr oder was? Oh, excusez-moi, Madame, deutsche Meisterin im einhändigen Bierkannenreißen. Ja, was ja wohl eindeutig dazu führt, dass ich dann auf die Größe einer, ich sag mal, Erbse, zusammengesoffenes Gehirn keinen Text mehr merken kann. Mal weitermachen mit dem Schwachsinn hier. Entschuldigung. Selbst die Dinosaurier... Das musst du gerade sagen. Ach. Ja? Wer schleift denn jeden Morgen zur Probe seine Augensäcke hinter Ach, sich lächerlich. Her, weil er wieder die ganze Nacht durchgevögelt hat? Ich hab keinen Sex. Völlig lächerlich ist das doch. Na? Das stimmt gar nicht. Hast du dir hier schon jemanden geeignetes ausgesucht für den One-Night-Stand nach dem Auftritt? Unsinn. Wie viele hast du denn hier schon ausgezogen mit deinem gierigen Blick von den reizenden jungen Männern? Du notgeile Schwuchtel! Bist du besser? Du kannst doch nicht auf offener Bühne sagen, dass ich... Kein Mensch weiß, dass ich... Kann doch nur immer meine Hausmeisterin weiß, dass... Und die weiß alles über mich, die Frau, alles. Du kannst doch nicht mein Leben ruinieren auf offener Bühne. Wir sind Freunde.
ich wollte das jetzt nicht sagen. Ja, das kann ich mir auch nichts verkaufen jetzt. Das ist mir einfach so rausgerutscht. Ja, super. Das sind alle jetzt hier mit Schreien. Das tut mir wirklich leid. Ich wollte dich auch nicht anschreien. Ja, vielleicht mit dem Bier, du säufst dich ja auch nicht zu den ganzen Tag. Ich meine, war vielleicht auch nicht so richtig von mir. Ich wollte dich doch auch nicht anschreien. Oh, es tut mir so leid. Ja, mir es auch. Tut mir so leid. Ich weiß doch, dass der Kleine, dass der gerade zahnt und dass du deshalb so viel Stress hast, das weiß ich doch alles. Und ich weiß doch, dass du so unter Druck stehst, weil dieser Typ dich nicht zurückruft. Der ruft dich zurück, nee. Aber das ist nicht, weil du zu fett bist. Nein, nein. Nein, du bist nicht zu fett. Und du hast doch keine verwachsene Brut. Deine Kinder sind total lieb und süß und lieb und süß. Oh Gott, das tut mir leid. Oh Gott, wir müssen mal. Wir sind schon verloren. Wir wollten doch unseren Ausschnitt zeigen. Nee, das ist jetzt zu spät. Ist zu spät. Komm, das tut mir leid. Warte, du musst ja. Was hab ich dann? Warte, mach mal. Ist weg? Warte. Ist weg? Warte. Ist weg? Warte. Ist weg? Ja, ist weg, ist weg. Okay. Guck mal zum Ende jetzt. Ja. Okay, komm mal zum Ende. Ich hab mal verbogen, Mann. Jetzt auch. Ciao. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum. Wir waren Fußpflege Deluxe. Und das war uns nicht nur ein Vergnügen, es war uns auch ein Gottesdienst, hier gewesen zu sein. Wir müssen das jetzt etwas schneller machen, was wir vorhatten, geht jetzt zeitlich. Wir geben ab an den Moderator wieder und wünschen damit weiterhin einen schönen Abend und sagen viel Spaß. Dankeschön. Thank you.